bum, 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 bum. Hallo und herzlich willkommen zu Dungeon Tycoon Prolog oder Demo. Heute nennt man ja alles Prolog. So, wir steigen direkt ein. Ihr seht schon, wie hier der Artstyle ist. Ich dachte mir, das ist ein Dungeon Keeper. Ja, ähnlich vielleicht, aber ihr seht es gleich. Es ist auf jeden Fall eine Management-Game. Der Dungeon-Name wird sein Dungeon, weil ich immer so kreativ bin, Best Dungeon. So, Tutorial schalten wir aus, denn das kennen wir schon. Start. Los geht's. Minecraft-Grafik mit einem Management-Game kombiniert. Die Umgebung ist sehr schön gemacht. Hier seht ihr ein Minecart. Hier ist der Eingang von der Außenwelt. Und das Besondere ist, ich dachte jetzt, man baut seinen Dungeon und muss hier wie aller Art Dungeon Keeper gegen Menschen kämpfen. Aber es ist anders und wir werden gleich sehen, warum. So, wir gehen erstmal die UI durch. Wir haben hier oben unser Geld. Hier haben wir Seelen. Wir werden noch sehen, was das ist. Hier können die Leute unseren Dungeon bewerten. Hier sind ein paar Nachrichten. Zeitsteuerung kennt man. Die Tage. Hier kann man den Tag starten und wie viele Leute hier besuchen werden. Warum besuchen, seht ihr gleich. So, und wir haben hier eine Overview, Monster, Research, Finances und Quests. Also Aufgaben etc. pp. Muss ich ja nicht unbedingt übersetzen, das wisst ihr selbst. So, und hier haben wir das Baumenü. Jetzt gehen wir mal ins Baumenü und dann sehen wir, hier haben wir viele verschiedene Kategorien. Dekoration, Loot-Container, Monster-Spawner und so weiter. So, um was geht's hier jetzt eigentlich? Wir bauen jetzt einen Dungeon. Zu dem kommen ja Abenteurer. Und die wollen in diesem Dungeon Spaß haben. Und im besten Fall kommt die auch wieder aus dem Dungeon raus und hinterlassen eine gute Bewertung. Oder können auch dabei draufgehen. Und selbst da haben wir zum Teil dann auch Vorteile. So, wir bauen einfach mal los. Ich baue hier eine Tür Dungeon Door, weil die cool aussieht. So, wir gehen mal auf Monster Spawner. Ich setze hier jetzt mal ein, zwei. Und zwar so. Gehe hier raus und wenn ich jetzt Click to Assign Monster gehe, geht hier das kleine schöne Fenster auf. Wir gehen hier auf Wechsel und haben hier zuerst mal eine Spinne. So, die erscheint jetzt hier. Wir können die auch anklicken mit View Monster und da sehen wir ja Rarity, ne, Common, also die typischen Eigenschaften, die man von solchen Spielen kennt. Angriff 3, Leben 8. So, der ist da jetzt eingesetzt und beim nächsten Spawner kann ich aber nicht die gleiche Spinne einsetzen oder den Typ, sondern ich muss hier auf neues Monster. So, hier kann ich mir noch was freischalten, kann ich im Moment nicht leisten. Wir klicken hier auf Summon New Monster für Münzen. Jetzt haben wir hier eine Auswahl. So, jetzt wähle ich hier ganz links einfach mal, was haben wir da? Slime. Den hatte ich beim ersten Mal nicht. So, 5 Angriff, 16 Leben, 22 Gold lässt der fallen, wenn es besiegt wird, also das Monster. So, und da setzen wir das Schleimmonster ein. Das machen wir so, wir machen das Fenster hier zu und hier müssen wir jetzt wählen. Zack, dieser Spawner spawnt jetzt diesen Slime. So, weil was jetzt ein klein wenig problematisch wird, ich hatte beim ersten Mal nur einen Spawner, mal gucken, wie der direkt mit zwei zurechtkommt, die Abenteurer. Okay, und das Gold, das hier fallen gelassen wird von dem Monster, muss irgendwo eine Loot chesten. Das sind die hier. So, da passen. Na, klick nochmal drauf. 20 Gold oder Münzen rein. Ich sage mal Gold. Wir sagen Münzen. So, dafür bauen wir zwei. So, hier haben wir Light Sources. Wir belichten das Ganze noch. Umso mehr belichtet ein Raum ist, umso schneller können die Abenteurer dadurch. Und dann geht das so weiter. Wir bauen jetzt unseren Dungeon aus. Ich würde sagen, wir bauen hier mal einen Nebenraum. Wenn die hier durch sind, an dem Monster vorbei, können sie in den nächsten Raum. Und da nehmen wir einen 5x12 oder 8x8, weiß ich jetzt nicht. Wir nehmen einen langen Gang. Und der möchte auch wieder eine Tür haben. So, Loot-Container, vielleicht hier noch zwei Pots. Dann sind die zufrieden. Und gehen auf Forschung. Und da können wir jetzt Potion-Dispenser wählen. Und den erforschen wir, indem wir den ersten Tag laufen lassen und uns 9 Abenteurer besuchen. Wir gehen hier raus und klicken auf Start und schauen dann schön zu, wie diese Abenteurer jetzt schön an unserem Dungeon Keeper vorbeilaufen. Zack. Ja, schön. Er darf durch, er hat 10 Münzen bezahlt und darf jetzt in den Dungeon. Bekommt jetzt hier voll auf den Sack, weil
Slime, der hat sehr viel Leben und sehr viel Schaden. Ja. Und er heilt sich jetzt relativ schnell. Und ich glaube, zwei Monster-Spawner war so ziemlich Overkill, was ich da gemacht habe. Am besten würde ich da sogar sagen, View Monster. Patrol habe ich noch nie ausgeschalten gehabt. Komm, wir machen mal aus. So, vielleicht bleibt er dann da hinten stehen. Und die Abenteurer können erstmal gegen ein Monster kämpfen. So, das war eine gute Entscheidung, zuerst die Spinne zu töten, denn dadurch hat er es jetzt geschafft. Aber ihr seht schon, hier läuft jetzt eine Zeit ab. Und wenn die Zeit vorüber ist, greifen die nochmal an. Ich mache hier mal Patrol aus. So, der rennt schnell. Oh, das hat er gut gemacht. Just in time. Und hier kommt der nächste. So, und da ist erst wieder die Spinne. Jetzt kommt, ja, aber der Wizard, der Zauberer, der wird das nicht schaffen, denke ich, oder? Oh, doch. Wow, okay, war vielleicht doch keine Fehlentscheidung mit den zwei Spawnern. Anfangs. Aber ja, wir können die Kamera ein bisschen drehen. Weiter runter geht's leider nicht. Ich würde gerne näher zoomen. So, die Umgebung, die ist im Moment noch ziemlich karg, aber das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Ist halt immer noch eine Demo, ne? So, hätte ich mir ein bisschen Abwechslung gewünscht da im Hintergrund. Aber es geht ja hauptsächlich um diesen Dungeon, den wir uns selber bauen. So, wir sehen schon, wenn die Monster nicht schnell genug bekämpft sind oder wieder spawnen, da können auch durchaus dann mehrere Abenteurer im Raum sein. Und selbst dann schaffen die den Schleim nicht. Naja. Ja gut, bei einem ersten Run waren manchmal Situationen, da waren dann drei Abenteurer in einem Raum und haben die ganzen Monster geschlachtet. Je nachdem, wie man das aufbaut und je nachdem, wie schnell hier der Respawn-Timer ist und die Abenteurer hier reinkommen, kann das sehr stark variieren. Aber bisher haben sich unsere Abenteurer gut geschlagen, muss man einfach sagen. Der hier ist halt etwas hart, sein 5-Angriff. Wobei das immer knapp ist. Na, hier würde später etwas hinkommen, das sehen wir dann auch noch, dass den Leuten ein klein wenig Boost gibt, Sachen von Angriff oder Verteidigung, damit die da durchkommen. Aber wir können es hier ganz mies machen, ihr seht gleich warum, denn wir werden diese Tatsache, dass diese Leute Schwierigkeiten haben mit den Monstern im ersten Raum, das werden wir ausnutzen, um ihnen noch mehr Münzen zu entlocken. So, wir lassen das Ganze mal schneller laufen. Zack, 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 zack. Also das Spielprinzip ist echt cool gemacht. Also, muss man einfach sagen. Wir könnten auch einfach anders sein wählen, aber wir lassen das jetzt mal. Wir bekommen hier oben ja auch Seelen. So, wir hatten 11 Besucher und 10 sind gestorben oder wieder was. Ich glaube, da sind mehr rausgekommen. So, und jetzt haben wir den Potion Dispenser, eine Verkaufsmaschine. Eine Art Quick Heal wie bei Diablo und anderen Spielen. Und jetzt sehen wir die Bewertung. 22% waren nur zufrieden. Also, Zufriedenheit liegt bei 22% so. Das ist ziemlich mies. 10 Seelen haben wir bekommen, weil 10 Leute gestorben sind. Und hier sind die Gedanken der Besucher. So, sie hätten gerne mehr Potions, also Heal. Sie hätten gerne mehr Monster, die sie killen können, also die Variation oder die Anzahl ist wenig und sehr schlechtes Loot. Ja, und da müssen wir jetzt entgegensteuern. So, jetzt gehen wir erstmal auf Forschung. Da können wir jetzt verschiedene Sachen wählen, wie Camping Spot, Defense Totem, Attack Totem, More Wombs und wir gehen auf Anna Defense, weil hier brauchen wir einen neuen Besucher. Das passt dann auch mit der nächsten Welle. Dann gehen wir auf Quests und da haben wir dann sowas wie verkaufe 5 Potions, erforsche eine Sache, was wir getan haben und bekommen dafür jetzt diese Scrolls oder was auch immer das sein soll. So, und wir können hier Münzen nehmen. Hier haben wir uns freigeschaltet gehabt. Bei der nächsten Freischaltung gibt es Pilze. Wir werden sehen, was das ist. Ja, im Prinzip können wir auch hier die Wombstats sehen. Wir sehen hier 5% Zufriedenheit, also minus 5% war hier. Dann 40% Beauty, Schönheit. Und zu 39% ist der Raum erhellt. So, und hier in diesem Raum ganz logisch 0%, 0%, 17%. Das ist ziemlich mies. So, wir gehen jetzt ins Baumenü und dann wählen wir. Ich weiß nicht, ob ich die Defense... Na gut, das müssen wir sowieso erst erforschen. Ich rede Quatsch. Aber hier, das wird jetzt interessant, denn wir können jetzt Potions verkaufen. Und zwar jeder Potion Dispenser. Gaussmaschine kann 5 Heiltränke verkaufen. Oh, ich habe sogar Geld für 3 und das würde ich auch direkt machen. Weil die kaufen sich das jetzt wie blöde. Und dann lassen wir den nächsten Tag starten. Und ihr seht schon, die gehen während des Kampfs schnell an die Maschine, um sich eine Potion zu kaufen.
ist halt doch schon zu krass, dass die beiden Monster da direkt stehen. Ja. Die haben keine Zeit, um sich das zu kaufen. Aber so viele Seelen anfangs zu haben, ist auch gar nicht verkehrt. Ihr werdet sehen, warum. Wir können den Tag auch vorzeitig beenden, wenn wir möchten, aber das möchten wir nicht. So, und der Tag ist vorüber. 21 Seelen. Da hat diesmal keiner überlebt, obwohl die Heiltränke gekauft haben. So, und das Verteidigungstotem haben wir jetzt erforscht. Und ihr seht schon, das gleiche wie letztes Mal. 2%, das ist so mies. Mein erster Durchgang war definitiv besser. Da hatte ich nur einen Spawner drin und hatte dann direkt 3 Räume gebaut. Hatte aber dann keine Münzen, um weitere Spawner zu bauen erstmal. Das ging dann eher über Zeit. So, deshalb werden wir jetzt ein Defense-Totem hier aufstellen. Dann bekommen unsere Helden direkt einen Defense-Boost. Stehen wir hin. Die bekommen direkt 2 Monster zu bekämpfen. Oder sollen wir das eher... Das ist immer blöd, wenn sowas mitten im Raum steht. Ne? Das sieht seltsam aus. Aber wir machen es mal. So vielleicht. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob die dann aktiv in diesen Radius rennen. Wir werden sehen. Ansonsten hätten wir noch 50 Münzen für vielleicht einen Pott. Ja, da kann auch noch zusätzlich was an Münzen rein. Ein bisschen Laufweg. So. Ansonsten, es gibt auch Fallen. Wir gehen wieder in den Forschungstab und dann sieht man schon Iron Props. Da können wir Deko freischalten aus Eisen oder andere Sachen. So, mehr Besucher. Das ist natürlich immer gut. Dazu müssen wir 15 Besucher haben. Es dauert 2 Runden und das werden wir auch tun. So. Ansonsten gehen wir wieder auf die Aufgaben und hier sehen wir Potions. Habe ich doch 5 verkauft. Ah, die sind anscheinend nicht schnell genug fertig geworden, um das zu kaufen. Schade, aber das hier haben wir. So, und das gibt uns 25, was auch immer. Und wir bekommen hier Pilze. So, bisschen Deko. Und haben nicht genug Geld für die Deko. Kostet 25, also raus da. Nächster Tag. Man sieht ja schon, mit dem Verteidigungstotem klappt das schon deutlich besser. So, Monsterbands bekämpfen. Hier ist eine zweite Welle Monster, die sie bekämpfen können. Während wir in der Potion-Maschine. Und die scheinen jetzt deutlich zufriedener zu sein. Allerdings kommen die nächsten Abenteurer, die vielleicht finden den Kampf zu einfach. Naja, wir werden sehen. Wie man sieht, sehr viel Betrieb. Viele Abenteurer bleiben hier in diesem Raum. Kaufen sich Heiltränke und laufen zu den Pots im nächsten Raum. Da müssen wir definitiv was machen. Aber die Leute scheinen deutlich zufriedener. Und wenn man hier sieht... Ja, 100% beleuchtet ist der Raum jetzt. Aber jetzt nach Ende der Runde 7%. Ich bin gespannt, ob das wirklich stimmt. 95% waren also Zufriedenheit. Das ist sehr viel. So, nur einer ist gestorben. Und man hat sich mehr Monster zum Töten gewünscht. So, da müssen wir aber auch an Münzen kommen, um das zu bewerkstelligen. Wir gehen wieder auf Aufgaben. Hier sehen wir Heiltränke verkauft und die nächsten Münzen gibt es mit 75 bla bla. Wir können hier schon mal den zweiten Spawner setzen, der wird später hier sein. Da wir jetzt im Moment noch kein Monster haben, müssen wir leider noch eine Runde laufen lassen. So, diese Runde erspare ich euch oder diesen Tag, weil da wird sich jetzt nicht viel ändern. Wir warten, bis wir wieder etwas Münzen haben. So, der Tag ist zu Ende. Was haben wir bekommen? Ja, das, was wir gewählt hatten zum Forschen. Wir haben jeden Tag einen Besucher mehr. So, immer noch die gleiche Beschwerde. Sie möchten mehr Monster haben und dieses Mal waren es nur 1%, denn das muss sich steigern. 5 Leute sind diesmal gestorben, vielleicht liegt es auch daran. Wir gehen wieder auf die Aufgaben, das hier haben wir erledigt und jetzt bekommen wir 150 Münzen. Die nehmen wir natürlich mit, hier das haben wir auch erledigt und Spider-Eggs haben wir auch eine Deko, die man setzen kann. Beschreibung ist auch ganz witzig. Don't worry, they won't be hatching anytime soon. Schade eigentlich. So, wir gehen auf Forschung und man sieht hier, jetzt kann man Seelen handeln. Wir bekommen 350 Münzen für 9 Seelen und das machen wir natürlich. So, und haben jetzt 810 Münzen zur Verfügung, um unseren Dungeon zu erweitern. Wir wählen diesmal den Campingspot, damit die sich ausruhen können. Und dazu werden wir dann was tun? Wir brauchen ein neues Monster. Summon New Monster, was gibt's denn hier? Ich finde dieses Mini-Kartenspiel echt cool gemacht. Wir wählen das, das sieht interessant aus. Ein Kobold. 5, 14, 20. Alles Monster, die ich im ersten Mal gar nicht gesehen hatte. Das ist cool. Umso besser, dann kann ich euch das nämlich zeigen. So, wir wählen den Kobold aus.
aber bei 5, 14, was hatte er hier? 5 und 16. Ja, dann braucht es wieder Potions. Natürlich wollen wir daran verdienen. Stellen die auch einen Dispenser hin. Eine Lootkiste muss auch sein, denn die wollen das Geld davon ja haben. Beuten. Übrigens, alles, was am Ende in der Kiste bleibt, fließt in unseren Geldbeutel. Bedeutet, man könnte das sogar ganz gemein so machen, dass man die Monster sterben lässt, aber die Kiste dann so positioniert, dass die Münzen da drinne sind und die Helden dann auf dem Weg dorthin durch Fallen sterben. Ziemlich mies, aber naja, ne? Ist ja unser Einkommen. So, werden das natürlich wieder verbinden mit einer Tür, ganz da hinten in der Ecke. Hier wird es auch wieder überall Licht geben, zumindest mal eine Quelle. So, und wir lassen das Ganze laufen. Starte nächsten Tag. Ich bin gespannt, wie die jetzt den nächsten Raum benutzen werden. Die werden sich jetzt eine Potion holen, laufen im nächsten Raum wahrscheinlich. Wenn sie dann überleben. Für den ersten Abenteurer war das nix. Der ist aber auch fast außerhalb des Radius des Verteidigungstotems gewesen. Ne? Hier geht er an die Kiste, holt sich jetzt eine Potion. Kann er sich nämlich jetzt leisten. Immer schön Geld ausgeben. Ja, genau. So. Einer ist im nächsten Raum. Wir machen das Ganze mal langsamer. So, und da rennt er in den leeren Raum, denkt sich, what the fuck ist das denn? Da werden wir ein Camp errichten. Ah, mit einem Monster hier in diesem langen Flur haben die gar keine Probleme. Vor allen Dingen, weil ja da die Heiltrankmaschine ist. Maschine, sag ich schon. Verkaufsautomat. Ah, ist auch eine Maschine. So, und man sieht schon, einen neuen Abenteurer möchten noch besuchen und die Verkaufsmaschinen sind so gut wie alle. Hier hat er noch eine gefunden. Wenn sie leer ist, ist hier oben nichts mehr drin. Das sieht man mit einem visuell angezeigt. Das Totem sieht auch sehr cool aus. Schaut mal. Ich liebe Pixel. Pixelart. Das ist kein Pixelart, ne? Blöckchen. Blöckchenart. Pixel. Pixel ist was anderes. Aber man sieht Pixel im Partikel. Und der Tag ist zu Ende. So, Lagerfeuer haben wir freigeschaltet. So, wir haben einen fairen Preis für den Heiltränkeautomaten. Immer noch mehr Monster gewünscht und sehr gutes Lot. 17%, da kann man nicht meckern. Tip of the day, your dungeon can't keep up with the amount of heroes visiting. Increase the entrance fee of the guardian. Oh, das könnten wir auch noch versuchen. Wenn man hier auf die Übersicht geht, da sehen wir es auch schon. Hier sieht man den Eintrittspreis, 10 Gold. Können wir einfach mal auf 13 erhöhen, mal gucken, was passiert. So, 55%. Sind bisher gestorben. Death Ratio. Satisfaction auch ziemlich durchschnittlich. Hier sieht man, wie weit wir schon bei den Monstern und bei der Forschung sind. Enchantments und so weiter gibt es in der Demo nicht. Hätte ich zumindest noch nicht gesehen. Ihr seht schon. 1000 Besucher. Um das hier freizuschalten, das ist ein klein wenig was. Aber wir haben hier schon 64. Das geht ziemlich schnell. So, wir gehen wieder in die Forschung. Holzdekoration. Nein. Attack Totem möchten wir haben. So, und Seelen können wir auch wieder einmal handeln. Jawohl. Es geht aber auch nur einmal, wie ihr seht. Danach leuchtet es nicht mehr. Wir gehen wieder zu den Aufgaben. Das hier hätten wir erledigt. So, 150 Münzen. Her damit. Und wir müssen noch 4 Besucher töten, um an den Steinflur zu kommen. Im Baumenü haben wir jetzt hier unter verschiedene Objekte das Lagerfeuer. Und das werden wir auch platzieren. Das kommt hier hin. Hier können die Leute ihre Energie auffrischen. So, die werden natürlich trotz des Lagerfeuers noch ein klein wenig zusätzlich Licht bekommen. Schön cozy und so. Und ein klein wenig Deko. Hier Pilze in die Ecke. Hier auch noch ein. Was geht's? So, Spider Eyes. Ja, kann man, ne? Bestimmt Leute, die toben sich da richtig aus. Und zählt ja auch zur Deko des Raums. Ich würde sagen, ich hätte hier noch gerne einen Spawner oder machen wir dafür einen neuen Raum? Wir hätten gerade noch das Gold dafür. 200 und 250. Das heißt, wir müssen den dann aber hier setzen. So, dann hier soll Ruhebereich sein. Bin gespannt, was wir bekommen. Wenn das jetzt ein zu starkes Monster wird, haben wir halt ein Problem. Wir könnten einfach das hier nehmen. Das ist die Spinne. Da wissen wir, dass die schwach ist. Das hier wird ein Goblin sein. Keine Ahnung. Irgend sowas. Was ist das? 6 und 8. Ja gut. Doppelter Angriff wie die Spinne. Hat aber das gleiche Leben. Oh, ob das so gut ist? So, wir wählen das einfach jetzt. Das probieren wir aus. So, startet den nächsten Tag. Los geht's. Der kauft hier direkt 2 Potions hat er direkt gekauft. Trotzdem drauf gegangen. Ja, Moment, die müssten weiterkämpfen, dann würden sie es schaffen, aber das raffen die nicht. Ja, hat der nächste halt mehr Spaß, ne? Der kauft jetzt alles leer. Hier kommen jetzt mehr Abenteurer. Die sammeln sich jetzt so langsam im Raum. So, und dann gehen die in den nächsten Raum.
Ja. Das sieht schon viel besser aus. Können wir eigentlich so lassen, wenn die ersten zwei, drei da ein Problem haben, soll uns relativ egal sein. Die ruhen sich aus und wenn die neuen drinne sind, kommen die dann irgendwann zurück. Dann haben die auch ihre Unterstützung. Und die Musik ist ganz witzig. Hat irgendwie was Entspannendes. Was ich aber jetzt mal tun werde, ich werde die Sounds noch weiter runterstellen. Und ihr seht, im Vergleich zur Musik ist das doch recht laut. Das hier ist schon viel angenehmer, finde ich. Und wir sehen schon Zaya Black. Das ist ein Abenteurer, der hat auf Level 2 gelevelt. Ist aufgestiegen. Krasser Kerl, krasser Kerl. So, am Schluss sterben die jetzt natürlich reihenweise, weil die Maschinen alle leer sind. Fangen an zu kämpfen, wollen an die Maschine, stellen fest, oh ne, hier gibt's nichts mehr. Und dann... Was? Moment, Moment, Moment. Was ist das denn? Hab ich schon nie gesehen. Click to was? Wir have unlocked the attack totem. Ja, das haben wir. Ich weiß. So, na. Heiltränke werden gefordert und mehr Monster zum Töten. 45%, das war mal besser. Wir stellen hier mal auf Stopp. Was ist das? Click to kill. Das ist ein Goblin. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist hier los? Oh. Was ist... Hä, was habe ich jetzt bekommen? Da waren Füße. Okay. Das ist mir im ersten Run nicht passiert. Was war das jetzt? Habe ich dafür jetzt irgendwas bekommen? In der Forschung sehe ich davon nichts, ne? Nee. So, was erforschen wir denn als nächstes? Mehr Monster? Mehr Monster. Auf jeden Fall. Smith. So, bei den Aufgaben haben wir Töte... den Tötungsauftrag erledigt. Wir bekommen den Steinflur. Sehr schön. Das hier haben wir auch erledigt. Oh, hier geht's aber ab. Und nochmal 150 Münzen. So lässt sich's leben. So, und wir brauchen eindeutig mehr Maschinen. Ich würde sagen, ja, Attack Totem. Weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Wir brauchen nochmal eine Maschine hier. Und eine Lootkiste. Zwei Pots. Sagen wir es mal so. Und hier auch nochmal eine Lootkiste. Ansonsten viel mehr können wir uns nicht leisten. Vielleicht noch eine Falle. Das ist ja mies, ne? Kaufen sich dann hier was, damit sie das Geld hier direkt wieder ausgeben müssen. Das ist mies. Das probiere ich jetzt. So, starte nächsten Tag. So. Der hier ist ja reingerannt hinten an den Pott, hat festgestellt, da ist nichts drin. Ne? Ich glaube, das fand er nicht so witzig. Wir sehen schon, wir können für 5 Seelen, können wir hier jetzt die 20 Münzen abzwacken, wenn wir möchten. Oder wir verschließen die. Bin mal gespannt. Ich habe die noch nie verschlossen. Und sind ja bestimmt ziemlich sauber. Die jetzt an die Kiste laufen und die ist verschlossen. Suchen die das überhaupt? Nee, ne? So, hier ist leer, hier ist leer. Da war er jetzt sauer. Da hinten war nichts drin. Da hat er 5 Münzen gefunden. Der hier rutscht am Lagerfeuer aus. Ja, man könnte die ganzen Kisten voll machen, dann einfach absperren, kann das für sich behalten, das ganze Loot. Dann sind die wahrscheinlich aber auch nicht so glücklich darüber, dass die davon nichts bekommen. Ah, herrlich. Jetzt würde noch fehlen, dass hier Multiselect gibt, dann alle sperren. Und hier auch sehr mies, die laufen jetzt hier halt kaufen und Schaden genommen, Falle. Schade, dass ich kein zweites Mal Schaden nehmen. Oh, ist das fies. Könnt ihr einfach die Fallen ums Lager herum bauen. So, das Ganze mal wieder normaler Geschwindigkeit. Ja, die scheinen hier viel Spaß zu haben. Obwohl, der hier ist nicht so zufrieden. Was ist los mit dir? I could use heal right now. Unser Feuerzauberer. Der wird draufgehen. Der wird sowas von draufgehen. I could use heal right now. Oh, das war knapp. Und jetzt kommt er zum... Oh. Der Arme. 70% diesmal. Immer noch mehr Monster. Immer noch mehr Heal. So, das müssen wir bereitstellen. Das ist etwas nervig. Wir brauchen sehr viele dieser Tränkemaschinen anscheinend. Eigentlich ein bisschen schade, weil hier muss man schon den Raum zuspammen damit, weil es hier nur 5 Potions pro Level gibt. Und die kosten hier auch entsprechend. Ne? Wenn man die Preise jetzt anhebt, dann kaufen die nicht und sind unzufrieden, weil die zu hoch sind, die Preise. Da brauchst du noch etwas mehr Variation. Ansonsten ist okay. Ich würde hier sogar hingehen. Vielleicht haben die dann auch wieder eine bessere Meinung vom Dungeon, wenn ich hier auch ein Totem aufstelle. Attack-Totem. Das stelle ich hier hin. Sieht auch sehr stylisch aus. So das Gleiche, ne? Ja. Andere Funktion, gleiches Aussehen. Das macht einen riesen Unterschied. Schaut mal, hier der Verteidigungstotem. Der hat 25% Buff auf die Verteidigung.
Aber der Angriffstotem macht 50% auf den Angriff. So, dann man sieht schon, wir hatten keine Forschung jetzt und keine Aufgabe bewältigt. Wir haben zwar 29 Seelen und 52 Münzen, das ist nicht viel. Hier der ganze Dungeon, was ich sagen wollte, oh, das habe ich vergessen. Die hätte ich jetzt einsammeln können, oder? Wobei, ne, die haben sich geleert. Okay, die Münzen hatten wir schon. Aber hier sind jetzt überall schon diese Heiltränke-Spender. Automaten. Also man klatscht im Prinzip den ganzen Dungeon damit voll. Das ist jetzt für mich anfangs schon zu bemängeln, auch wenn es alles in allem sehr viel Spaß macht. Tage ist 500 Münzen gesammelt, 18 Besucher, 4 Tote, 89% Zufriedenheit und immer noch nicht genügend Monster. Okay. Ja, was machen wir denn da? Mehr Monster. Wir gehen wieder auf Monster-Spawner. Das wird aber jetzt kritisch. Denn zu viele Monster in einem Raum, da werden zu viele Leute bei drauf gehen. Also, 5x5, vielleicht hier einen noch platziert. Das reicht von... Na, das reicht nicht von den Coins her wahrscheinlich, oder? Mal sehen. Ja, was soll ich euch hier noch zeigen? Die Leute können halt leveln, die können mehr Spaß haben. Ihr könnt noch mehr bauen. Ihr könnt noch mehr Monster freischalten bzw. kaufen. Und bevor ich euch diesen Spaß nehme, das zu erkunden, würde ich sagen, ein süßes kleines Spiel. Sieht sehr cool aus, macht Spaß. Ist eine Art Tower Defense, Dungeon Management System, ein Dungeon Crawler, wie auch immer. Und ihr seid auch nicht gezwungen, die Räume so zu bauen wie ich. Ihr könnt da auch Zwischentüren machen. Ihr könnt einen Zugang zu mehreren Räumen machen, damit die zufällig in gewisse Räume laufen und so weiter und so fort. Schaut selbst rein, ist auf Steam im Moment als Prolog bzw. als Demo herunterladbar und spielbar. Und ja, falls ihr Vorschläge für andere Demospiele oder Prolog habt, dann ab damit in die Kommentare. Und ich wünsche einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Tschüss.